So, die Leute haben gesagt, Ramses, du kannst nicht im Park sitzen mit dem Raider Mittwochhemd und kannst Raider Mittwoch aufnehmen. Ich hab gesagt, Iswo, halt mal meinen Faxe, ne? Ich bin schon am Start. Nein, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raider Mittwoch und ich hatte es ja schon angekündigt, dass im Park uns so gut gefallen hat, die Jungs Auslauf brauchen und schon wieder gut dabei sind mit Paulaner Spezi heute in auf der... Auf die Dicken! Spezi Edition. Auf jeden Fall, Hannes ist am Start, Iswo ist am Start und ihr wisst ja, wie das immer abläuft. Mittwoch gibt es die Highlights der Woche. Am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Und auch wenn ich Mewtwo nicht mehr brauche und komplett sinnlos finde zum Geldverschwenden und so weiter, gibt es heute Abend die Mewtwo Raid Stunde. Da könnt ihr wieder fleißig einladen, sage ich immer am Mittwoch dazu. Bei Raid am Mittwoch, Mittwochabend, Raid-Stunde mit Mewtwo, ladet ein, holt euch die Raid-Mania-Punkte. Alle sind gespannt, was morgen in den Raid kommt. Es gibt immer noch keine Info jetzt, aber erstmal Raid am Mittwoch mit den Highlights der Woche und dem Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim K-Joker mit Pfeffi getauscht, 100% Glücksflampion. Das ist auf jeden Fall sehr fett, günstig natürlich zum Hochziehen, ist auch ein sehr starkes Pokémon. Jojo hat sich hier einen Shiny Voltoball gegönnt. Ich kann jetzt schon dazu sagen, ihr werdet heute viele Shinies vom Pokémon Go Fest finden. Das waren so viele und immer zu dieselben. Ich habe so vieles, musste ich einfach weglassen. Ich hatte fast 300 Bilder, habe das immer weiter aussortiert. Da nimmt man lieber mal sowas mit rein. Das sieht schön aus, Horst of Death, nicht schlecht, ein Sonnenuntergang auf dem Meer, wunderbar. Das hat 10 Jahre das auch reingeschafft vom Max mit 32 WP. Habt ihr schon mal ein wildes Satzenia gefangen? Die Endentwicklung auf so einem kleinen Level finde ich genial, finde ich cooler als ein Mewtwo Shiny Bild, weil das hängt mir auch schon zum Hals raus. Dann haben wir hier ein Bild, hey, ich habe freie, also gratis Shiny Pokémon, sagt der S-Clown und dann zack. Kriegt man gleich hinterher in die Kanalisation, warum nicht? K-Joker, hast dir schon eins besorgt, Ramses? Jetzt neu Steak in Pokémon Go. Steak kann man auch entwickeln, seht ihr hier unten. Wird dann halt ein richtig fetter Schinken. K-Joker auch noch mitten im Ort auch dabei. Glibunge gab's beim Pfeffi, schreibt er hier auch yes. K-Joker nochmal Flurmel. Also K-Joker war so fix. Ich gehe aber der Reihenfolge nach durch. K-Joker hat einfach schon alles gepostet, was es gibt. Da braucht man gar nichts anderes. Max braucht man aber auch noch. Das ist die Max K-Joker Edition. Shiny Pummeluff mitgenommen. K-Joker mit einem Shiny Schalkwab. Kogowai for free. Hat hier eine kleine Übersicht. Läuft ganz gut. Highlight bis jetzt hier das Pionscora, würde ich sagen. Finde ich am coolsten von denen, die hier drauf sind. Tina! Die haben richtig abgerissen. Ein Shiny Hiotesto, K-Joga, Shiny Karadonis, K-Joga, Shiny Relaxo, Shiny Zubiris. Dann habe ich mit Pupsi getauscht. Sie hatte das Singstar, ihr hattet das Rockstar Pikachu, also ich. Ihr seid ich, ihr wisst Bescheid. Meliu hat auch ein Shiny Karadonis bekommen, was ich am GoFest ja gar nicht bekommen habe. Deferis hier mit einem Shiny Krypto Blutzug. Dann haben wir hier Timon, YouTuber, XS, yay, Steinbergkirche, Schleswig-Holstein, Shiny Alola Kogowai, Breni Stendal mit einem Palimpalim, Tina, ich kann es nicht fassen, guckt euch das an, 4 Shiny Hiutesto, 2 Shiny Relaxo. Das ist auf jeden Fall eine der fettesten Ausbeuten, die ich je gesehen habe. Black Scarwolf mit 3 Shiny Kapuno. Ob die alle aus den Raids waren oder nicht. Hannes hat ja auch etliche Kapuno-Raids gemacht. Hat er auch einen Shiny bekommen oder 2, glaube ich. Gerade, weiß ich nicht. Gut, wir machen einfach schnell weiter. So, dann haben wir K-Joker mit einem Shiny Absol. K-Joker mit einem Shiny Incognito F. Was er mir dann gegeben hat für meine Sammlung, dafür kriegt er auch ein Shiny Giotesto, aber das möchte er dann bei Glücksfreunden haben und als Lucky. Ist auf jeden Fall korrekt von ihm gewesen, das abzugeben. F ist auf jeden Fall ein seltenes Shiny. Incognito ist Shiny sowieso selten, sind ja immer nur beim GoFest Shiny. Manche brauchen die, manche die nicht. Giotesto ist bestimmt cooler, seltener aber eben das Incognito. K-Joker noch mit einem Shiny Castadur. Sabrina spielt, hat glaube ich aus der Forschung, habt ihr am Ende dann einen, so ein Teil bekommen, direkt ein Shiny Zickzacks mit Hut bekommen. Ich habe ja auch eins, ne?
Von Pupsi aber getradet. Die hat nämlich geradet. Bei meinem Raiden ist nichts bei rumgekommen. Dein Jojo hier 100% Shiny Palim Palim. Nehme ich gerne mit. Nimmt mal mit. Müsste schon der Schocker der Woche sein. Ist es aber nicht. Das ist der Schocker der Woche. Guckt euch mal den Laumas Käsekuchen Likör Mann da oben an. 21,45er Heatran live im Raid Stream am GoFestag 2. Gefangen vor Ort. Mit den anderen, ihr wart live dabei oder auch nicht. Polu hat auch viel geradet, hat sich hier Shiny Terrakion mitgenommen, Shiny Groudon. Timon hier mit einem 100% Sichlor, nimmt er auch mit. Skandalpara hat seine... Ist das Platin schon? Ist das Silber? Ich weiß es nicht. Lande 50 Mal auf der Raid-Kampf-Anzeige für Trainer Erfolge. Das müsste... Ich weiß nicht, was es ist. Das ist... Der Anfang, dann müsste das Silber sein. Irgendwie sieht das trotzdem aus wie Platin. Deveris hat sie doch Shiny Ho-Oh gegönnt. Polu Shiny Entei. Noch ein zweites Shiny Groudon. Keychoga hat neben dem Buchstaben F auch den Buchstaben G bekommen. Also er hat ja trotzdem jetzt immer noch ein Shiny Ecoctito mindestens. Jojo hat endlich seinen Mewtwo auf Level 50 gepusht. 100% Mewtwo auch als Best Buddy. Fette Sache, muss man machen. Chevy hat sich hier das 100er Pikachu gegönnt in der GoFest Edition. In der 5-Jahres-Anniversary Fire Edition. Hinterher mit Ballon, 100er Tangela. Dann einen ganzen Sack voll Palim Palim. Alle an einem Tag gefangen. 8 Stück. Wie viele Palim Palim habt ihr? Shiny-Raten waren ja sehr hoch am Go-Fest, hieß es zumindest. Wir haben auch andere Fälle erlebt. Chevy genauso wie hier, 100% Shiny Mewtwo. Das müsste der Schocker der Woche sein, ist es aber nicht. Schocker der Woche muss was Einmaliges sein und ihr werdet in dieser Sendung sehen, es ist nicht einmalig. Dann hat er ja auch noch ein G bekommen, was er mir abgeben wollen würde. Habe ich aber schon, habe ihm meine Sammlung dann gezeigt. Trotzdem danke für das Angebot natürlich. Keychoga aus einer Einladung von mir gestern war das, glaube ich. Auch Shiny Mewtwo mit reinbekommen, Nico Lach mit einem Shiny Magnetilo, Nico auch mit einem 100er, Palkia, Nico hat hier auch das Zickzacks mit Hut bekommen, Capuno, beide Incognito Buchstaben, fand ich auf jeden Fall auch fett, Heiko hier mit 2021 Pokebällen, nächstes Jahr hat er dann genau einen mehr, er hat also jetzt ein Jahr Zeit, um einen Pokeball zu sammeln, Sandan, Shiny Alola hier, dann habt ihr beim Laugenbroten auch das Shundo Mewtwo. Ich sag doch, ist nichts mehr wert, ist alles komplett. Ein Spruch, den ich richtig cool fand, ich denke mal, da unten steht Iswo, aber da steht Isok. Theoretisch können manche Menschen schwimmen, weil sie hohl sind. In der Praxis gehen sie aber unter, weil sie nicht ganz dicht sind. Finde ich auf jeden Fall sehr cool, den Spruch. Isok hier auch noch mit dem wilden Despo da. Burkhard, Shiny Ladybar, 100er Datiri, Hubelupf, 100er könnte er sich erlösen, wildes Logok, also Endentwicklung, Pionskora Shiny, Kleinstein, Lucky Alola, 100er, Shiny Stolunior, Shiny Zepurze, Staralili, 100, Shiny Marmolita, Shiny Pionskora, besser als irgendein Shiny, das sieht aus wie ein Grillteller vom Griechen mit Krautsalat und Pommes drauf. Müssen wir auf jeden Fall hier reinpacken. Meine legendären Shinies von Koselinchen. Giratina, Rayquaza, 100er Raikou ist dabei. Ordoch ist auch dabei. Einmal Lucky, einmal nicht Lucky. Beides Shiny trotzdem. Ihr habt Lavita, Gammel, Gehirn ist auch dabei. Flektoil, Zuba, die grüne Fraktion, wie man sieht. Dann haben wir hier Perlu, Flurmel, Bummels, Absol, Schallquab, Lampi, Glibungel und Turzel, Pionskora, der hat das alles immer schön zusammengefasst. Packt auch überall seinen Namen drauf. Nochmal Mewtwo, nochmal Skobbe, nach dem Fest schon. Dann Celal, kennt man ja, aus Selm. 100er Froxy, Shiny Taubsi, Shiny Magnetilo, 100er Flampion, wildes Glurak, niedriges Level, ein Pferdewitz. Was genau ist das Problem? Alle reiten nur auf mir herum. Ne? Das ist auch ein sehr cooles Bild, wie ich finde. Noch Shiny Ente hier mitgenommen, Shiny Rayquaza, immer noch Celal, Shiny Zipurze, zweimal Shiny Zubat mitgenommen, 100er Taubsi mitgenommen, Lilminip 100 auch mitgenommen, Shiny Skobbel. Die Vogelart Taube ist nach dem Pokémon Taubsi benannt worden. Es ist nicht andersrum, hört da lieber nicht hin, was die Leute erzählen. So ist es, so und nicht anders. Dann beim Yannick, der hat sich ein 100er Blutzucker löst. Bloß ein 100er Evoli bekommen, Aluhut, 100er Capuno bekommen in Hawaii, der ist gerade im Urlaub, warum auch nicht. Mit Gotcha gefangen bei Jennifer, noch ein Shiny Tangela, J-Tag 2, auch Caradonis, Relaxo habe ich hier mit reingenommen. Caradonis, wie gesagt, hatte ich nicht bekommen, fand ich ultra selten. Beziehungsweise andere haben 10 Caradonis und keinen Geotesto, also
wie man es nimmt, das ist immer eine Glückssache auch. Turbos 100% bei Jay gefangen in New York, auch fette Sache. Obwohl das eigentlich ein nutzloses Pokémon ist, aber von diesem Seen-Trio ist es eben das Beste. Lukas denkt, dass die Shiny-Chance bei Mewtwo höher ist als bei normalen anderen Shiny-Legendären. Der hat einfach auch nur Glück gehabt, bei keine Ahnung wie viel Raids hier 10.000 Teile abzugreifen. Anubis hier nochmal mit einem 100er Giratina. Ein wildes Logok 2-3 ist vielleicht gut so für die Hyperliga schon. Anubis hat hier dann sein Trigefalo entwickelt. Wir haben hier einen Pokédex-Eintrag von Cresselia direkt mit Shiny bekommen beim Anubis. Nochmal, Anubis hat seine Beine verdreht. Also Anubis, keine Ahnung, das, jetzt ist es die Anubis Edition mittlerweile. Jonas hatte schon etwas Glück am GoFest, nur kein Shiny Incognito. Lustig, dass es einfach eine Schnapszahl ist für jedes Shiny eintrinken. Ich habe gedacht, was redet er, was? Und dann gucke ich oben, 555 gefangene Shinies beim GoFest. Warum nicht? Kann man ja mal mitnehmen. Prax hier, noch ein erlöstes Nidoran, erlöstes Voldilam. Chevy mit einem Sengo. Biala auch mit einem 100% Mewtwo, einfach alles mitgenommen. Sören, 100er Luturzel, hat hier die Goldmedaille bei, ich weiß nicht, wie das heißt, gewinne 1000 Raids mit einem Freund. Das müsste doch eigentlich jeden Abend zählen bei der Raid Mania. Wenn ein Freund einlädt, wir zusammen den Raid machen, müsste pro Raid Mania ja immer so 20 Punkte da auf die Medaille draufkommen. Und durch den täglichen Pass mit den zwei Accounts müsste das auch jedes Mal zählen. Also, keine Ahnung, vielleicht ist sie schon Platin, ich weiß es nicht, muss ich mal nachgucken. Dann hat uns Sören hier ein Bild geschickt mit Arceus oben drauf und unten einfach alles Mögliche. Blickst du gar nicht mehr durch, was das alles sein soll. Sören noch, Viridium Shiny, Papunga, das beste Pokémon der Welt, nach Raupi direkt. Dann haben wir hier noch ein Gewaltro beim Sören, ist ihm auch begegnet. Markus Schäfer 24 zeigt uns genau das Gegenteil. Er hat in beiden Tagen GoFest sage und schreibe nur 5 Shinies bekommen. Andere so 555 und er 5. Giratina, Kleinstein, Karadonis, Kapunu, Isso. Das müsste eigentlich der Schocker der Woche sein. Marius Pimmelberger mit einem 100% Shiny Mewtwo. Ihr seht, es schon das dritte in dieser Sendung. Ist also nichts Besonderes, hat aber endlich sein Level 50 geschafft. Glückwunsch. Ich bin eigentlich froh, dass ich keinen Shundo habe, weil ich dieses Grüne nicht so cool finde wie einfach das normale Mewtwo. Finde ich eigentlich besser. Daniel Love hat mit 10 Millionen Bilder hier geschickt, auch von seinen ganzen Pokémon, die er sich jetzt angeheuert hat, alle für die GBL. Der ist ein richtiger GBL-Klopper, ne? Deswegen müssen die immer wenig Angriff haben. Die anderen Werte müssen hoch sein. 1498 seht ihr hier auch mit der Cedaya-Tacke. Sieht gut aus. Hier hat er noch ein 100er Toxic-Kack mitgenommen. Marmolita Shiny ist am Start. Absol Shiny, Kapuno Shiny, Zickzacks mit Hut Shiny. 100% Lugia Shiny mit 2 Attacken, auch fette Sache. Lugia kann halt nix, aber ist trotzdem eine coole Sache. Er hat auch mal seinen Trainercode hier hinterlassen. Wenn ihr den adden wollt, macht das mal. Ich habe das jetzt hier mal gezeigt. Schickt mir jetzt aber nicht alle eure Bilder mit Trainercodes für Raider Mittwoch. Die packe ich jetzt nicht alle da rein, aber ich habe ein bisschen Eindruck von ihm, dass der schon was drauf hat und dass der richtig aktiv spielt und ihr da gerne mit ihm auch raiden könnt, ja. So, für den Iswo wäre das bestimmt auch ein guter Freund, dass der Iswo immer eingeladen wird und die zusammen da raiden können. Guck mal, wie viele Leute das auf einmal hier. Und der Iswo freut sich, weil ich heute seinen Trainercode irgendwie veröffentlicht habe im Community-Tab. Warte mal kurz. Und er hat jetzt noch 16, hat eben einen ganzen Sack voll angenommen. Kannst du mal ausrechnen dann, wie viel du vorher hattest und dann danach, wenn du alle annimmst, dann können wir das dann noch mit nennen. Dankeschön auf jeden Fall an jeden, der den Iswo geaddet hat. Danke euch, Leute, für den Support und die Unterstützung. Auch wenn er dann keine Geschenke macht, ist ja egal. Hauptsache, ihr habt eine Elisa Huhn in der Liste. Dann hier bei Juniora. Heute 5-mal Mewtwo Raids gemacht in der Raid-Gruppe und 3-mal Shiny bekommen. Also wieder hohe Rate. Nochmal hier bei 30 Raids insgesamt, also 7 Shinies. Und bei Rayquaza über 80 Raids gemacht, um gar kein Shiny zu bekommen. Das ist ein Unterschied. 111. Und davor 66. Und davor 66. Rechnet mal 111 minus 66. Schreibt das Ergebnis in die Kommentare. Dann könnt ihr noch einen freien Platz beim ISWA auf der Liste gewinnen, wenn ihr noch nicht drauf seid. Sarina hat uns auch gezeigt, sie hat hier einen zweimal, was will man mit zweimal 100% Incognito und beides F, F und G, Muster her. Dann hat sie noch ein Riolo Shiny, ein Relaxo Shiny, ein 100er Palkia, da bin ich ein bisschen neidisch.
Das wäre das Ziel für mich, wenn Palkia reinkommt. 100er, Level 50, Maxen. Hier auch ein Maxax als Pokédex-Eintrag. Und ihr seht, er hat schon eine Best-Buddy-Schleife. Das heißt, man hat das Milzer genommen, zum Best-Buddy gemacht und dann erst zum Maxax entwickelt. Gut, vielleicht hat er es so lange gebraucht, um die Bonbons auch zu finden. Habe ich auch noch nicht gesehen. Pokédex-Eintrag mit einer Schleife direkt dran. Das ist übrigens von Luca, genauso wie dieses Morabell 100. Dann auch von Luca ein Shundo, sein erstes wohl. Das war, während ich durch die Stadt gefahren bin, mit Fast Catch dieses Shiny gefangen habe, erst eine Stunde später bemerkt habe, dass es ein Shundo war, habe die Ehre. Genau, so, fertig. Dann haben wir hier Elias Pokémon. Was soll uns dieses Bild sagen? Für das Pokémon-Fest gestern sah ich nur schwarz. Gute Aussage, hat auf jeden Fall dazu gepasst. Der Tick-Kickslot hat uns noch seine Ausbeute geschickt. Jetzt seht ihr auch ein Incognito F Highlight. Hier seht ihr Serfail Kapuno. Ihr seht aus der Forschung von Ricky Zickzacks 100. Also packe ich alles hier rein. Lost Lift habe ich mal mit reingenommen, weil der hat ein Garnovil Geburtstagsei gebrütet. Zwar nicht von mir, weil ich bin ja kein Rocket-Boss, aber war an meinem Geburtstag und wäre fast das 100er, ein 98er Garnovil. Garnovil immer noch cooles Pombom, cooles Pokémon. Kennst du Garnovil eigentlich? Ist wo? Das ist dieses kleine Krokodil mit der schwarzen Brille. Sieht aus wie so ein Bankräuber. Das müsste doch wie Kanimali in die Familie deiner glücklichen Krokodils-Lieblings- Pokémon aufgenommen werden. Schlurp ist auch cool. Schlurp ist auch ein Krokodil, genau. Thorsten Wichert hat hier ein 100% Shiny Carpador bekommen und ein Ninja Yorkliff. Wer hätte es gedacht? Dann Henry, wer das gestern gesehen hat im Stream, weiß Bescheid. Zeigt mir seinen Carapenis, Donis. Was bekomme ich von dir? Da fehlt mir noch einer für die Familie. Und gestern im Stream habe ich ihm einen Schallquap gegeben. Ihr mir Carapenis, Donis. Jetzt habe ich meine Shinies wieder komplett voll, alle. Und er hat seine Familie voll. Also danke nochmal an Henry. Benjamin hier auch, Shiny Krypto Samurzel, das hört heute gar nicht mehr auf. Dann hat er hier zu zweit im Duo, haben sie Mega Hundemon gemacht mit 10 Sekunden Restzeit. Dann im Duo Mewtwo mit 20 Sekunden Restzeit. Und er hat sogar noch ein 100er Mewtwo bekommen. Ist das nicht herrlich? Auch Thomas Bo hier hat jetzt 200%ige Mewtwo. Lennart, Shiny Kabuno, Shiny Glibungel, Shiny Panzereon, Shiny Hippopotas. Yobei mit einem Shiny Gengar, wild gefangen. Keychoga mit dem besten Pokémon der ganzen Welt. Raupi als Shiny, sieht aus, als wäre es ins Senfglas gefallen. Dann haben wir Jojo noch mit einem Shiny Glurak, wild gefangen. Cumulus, 100er Taubsi. Tobias Jan. Zuallererst alles Gute zum Geburtstag. Ich habe nämlich jeden Tag Geburtstag, wie ich gerade merke. Zum zweiten Mal hat Mewtwo mich mal wieder beschenkt. Genau wie beim letzten Mal. 100%, 100% Shiny, bam. Also beim letzten Mal hat er ein 100er Shiny bekommen und ein 100er. Und diesmal hat er ein 100er bekommen und ein 100er Shiny. Genau wie beim letzten Mal. Aber genauso hat er es ja auch gerade hier reingeschrieben. Eigentlich müsste das schon wieder der Schocker der Woche sein. Aber das hat er ja schon mal gehabt. Das ist ja dann kein Schocker mehr. Dann habe ich noch ein paar Bilder über Instagram bekommen und ich sage euch immer, dass über Instagram ich das nicht abscreene, weil es eh die Namen nicht anzeigt. Um euch das zu beweisen, habe ich es doch mal abgescreent, dass ihr seht, irgendjemand hat mir ein 100% Despo da geschickt, Grüße gehen raus nach Busek, Hessen. Und irgendjemand hat auch ein Pikachu mit Hut als 98er in Kempten, Allgäu. Und irgendjemand kam auf die Idee, mir diesen Streukasten zu schicken und zu sagen, kannst du da mal einen Pokestop einreichen, bitteschön, zack. Das ist kein POI und das ist auch kein POI und vor allem wurde das einfach hier hingesetzt. Das heißt, ich sitze auf dem Sofa, ich fotografiere meinen Hauseingang und sage dem Ramses, der soll das mal bitte als Stop einreichen. Das ist eigentlich die Unverschämtheit der Woche, aber die Kategorie gibt es gar nicht, deswegen kommen wir jetzt noch zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, wir wischen hier wieder rüber, zack! Bobse Rob, der hat nämlich einen 100% Rocker Pikachu bekommen. Werdet ihr sagen, ja, das ist doch scheiße. Aber das konntet ihr nicht ausbrüten, das konntet ihr nicht raiden, das konntet ihr nicht mit einer Map finden. Ihr habt nur 5-mal, glaube ich, die Chance gehabt, das abzuholen. Und da ein 100er zu bekommen, ist einfach eine feine Sache. Habe ich bei niemandem gesehen. Bobse Rob
hat mir das gezeigt. Finde ich krass. Wenn ihr jemanden kennt noch, der ein 100er Pikachu hat, als Sängerin vielleicht, schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten werden wir heute noch ein bisschen auf den Putz hauen, müssen noch ein Basketballspiel filmen, müssen noch die Raid Mania machen, müssen dann abends, ich habe keine Ahnung, was wir überhaupt machen, müssen Wrestling gucken, weil Mittwoch ist. Ismo bedankt sich natürlich, wie gesagt, für die vielen Freundschaftsanfragen. Hannes ist auch noch am Start, mit dem sind die meisten von euch wahrscheinlich eh schon befreundet. Wenn nicht, wer Hannes noch braucht, schreibt es mal in die Kommentare, da werden wir auch den Trainercode nochmal verlosen. Wir verlosen Hannes, der kommt dann zu euch nach Hause. Und wer Ismo haben möchte, schreibt Hashtag Ismo rein, da kommt der Ismo zu euch bei Hannes. Hashtag Hannes, kommt der Hannes. Mach mal dann, wir verlosen Hannes und Ismo einfach am Montag, wenn die weg sind, sage ich ihnen dann, wo die dann ankommen müssen. So, das war es jetzt von meiner Seite aus. Danke, dass ihr so mir Beistand geleistet habt im Hintergrund. Und jetzt würde ich sagen erstmal, Faxe! Na, das, ich weiß nicht, warum das noch zu Hause stand. Würde ich nie trinken, so Zeug. Finger weg vom Alkohol, bleibt geschmeidig, verkauft Autos, so wie wir. Und dann sehen wir uns heute Abend in der Raid Mania. Peace out, Vorhaut. Euer Autoverkäufer, Faxe. So, die Leute haben gesagt, Ramses, du kannst nicht... Oh Mann, warum denn? Das habe ich eigentlich nicht gemeint oder gedacht. Du wolltest doch ein Intro haben.